In der nächsten Woche geht es bei der verbotenen Liebe um Leben und Tod. Spannende Aussichten also. Herzlich willkommen zum Clipping. Es gibt gute und schlechte Verlierer. Bei diesem Verlierer sollten die Gewinner auf jeden Fall um ihr Leben bangen. Was wollen Sie, Berg? Haben Sie noch immer nicht kapiert, dass Sie verloren haben? Sie werden Ihren kleinen Triumph nicht lange genießen können, Sie und Ihre Nutte. Sie sind jetzt schon tot. Bis dahin, ich finde Sie. Sie beide. Wenn zwei Frauen einen Mann lieben, führt das nicht selten zum Tod. Hoffentlich ist das nur ein Albtraum. Was, wenn Jessica sich... Hey, jetzt hör auf damit. Ja, keine Vorwürfe machen, ne? Die mache ich mir aber. Ich habe von Jessica verlangt, dass sie nicht immer mit allen Mitteln versuchen soll, Ricardos Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und jetzt kämpft sie da drin um ihr Leben. Geht's, Jessica? Jetzt sag doch was. Wäre sie ein wenig früher gekommen. Aber so war's zu spät. Es tut mir leid. Jessie ist tot. Merke, legale Geschäfte, das ist fein. Geschäfte mit Schlägertypen, das lass sein. Besonders, wenn dabei Leben gefährdet werden. Sie lässt sich auf irgendwelche Geschäfte mit solchen Schlägertypen ein. Ich habe mich nicht auf Geschäfte mit Schlägertypen eingelassen, ich habe mich auf ein Geschäft mit Sascha eingelassen. Ja. Was ist mit mir? Da bist du ja, Alter, du lebst ja noch. Ja, sorry, hat ein bisschen gedauert. Dein Typ war echt schnell, aber das war geil. So, und jetzt Schluss mit lustig, das Zeug muss weg. Gut, ich fahr, gib mir den Schlüssel. Steckt. Okay, dann mach ich ab. Danke dir. Wusstest du doch, dass du den Klaus knallst? Hey! Hey! Los, gib mir den Schlüssel! Macht Vincent Berg seine Drohung wahr? Ist Jessica wirklich tot? Und kommen die drei Jungs aus dieser Situation wieder raus? Verbotene Liebe, ab Montag um 18 Uhr im Ersten.